So, wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Hi. 20 Super, her damit. Immer her damit. So. Ich die Let's Go Pikachu hat. Sorry, Mimi. Sorry. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir müssen irgendwie hier lang. Wir können denen ja jetzt einen Tee geben. Stimmt, da war ja was. Hi. Dein Tee riecht wirklich verlockend. Wie bitte? Du schenkst ihn mir? Wow, das ist aber nett von dir. Danke. Gluck, gluck, gluck. Pah, das tut gut. Du willst Asafronia City, stimmt's? Dann geh, ich lass dich durch. Ich werde den Tee mit den Wachmännern an den anderen Toren teilen. Na, süß. Süß, er teilt ihn sogar. Ich frag mich echt, was mit euch los ist. Das gibt's nicht. Hä, ich hab das Spiel doch umgesetzt. Hä, ich hatte das Spiel umgesetzt. Ich hab vergessen auf fertig. Ich hab auf fertig geklickt. Alles gut. F5, dann ist es bei euch auch umgesetzt. Keine Sorge. Ich, ja. Intelligenz. Der Boss hat gesagt, dass die ganze Stadt Team Rocket gehören wird. Ja, aber natürlich. Der Bot ist nicht aus. Sicher, dass es Z-Game ist, weil ich hab doch jetzt Dingens. Ich hab doch jetzt Dream Elements. Sorry. Dieses Gesinde von Team Rocket, egal wie viele von ihnen wir auch dingfest machen, es nimmt einfach kein Ende. Ich frag mich, warum so viele Team Rocket angehören. Warum steht die vor der... Oh, geh weg! Wenn du dich uns in den Weg stellst, kannst du was erleben. Ich will in die Arena, Girl. Was ist denn mit dir? Meine Güte. Lol. Ganz schön frech von dir, dich einfach so unserem Kampf-Dojo einzuschleichen. Okay. Ach so, hi Leon. Was, wie geht's, wie steht's? Ich hab dich voll überlesen, tut mir leid. So. Ein Rassaf. Ich weiß nicht, ich glaube, Risikotackle könnte da was machen. Alter! Brudi! Alles klärchen. So. Ich muss meine Haare auf eine Seite packen, das geht so nicht. Ich sag's euch. Das funktioniert nicht. Ich gebe auf, ja, bitte. Ist auch besser so. Mir geht's super, bis auf dass ich vorhin halt, wie gesagt, meine Tastatur. Ja. Meine arme Tastatur. Ach, ist das euer Ernst? Belastend. Belastend. Aber ich glaube, hier bekommt man ein Pokémon. Ich bin mir nicht sicher, welches. Leute, wie gesagt, ich hab's geändert. Meine Güte. Wartet. Halt nochmal auf. Da, bitteschön. Meine Güte. Wie gesagt, ich hab's auch geändert. Das ist halt, es tut mir leid, ich hab vergessen auf Dingens zu klicken. Auf, ja, mach, also auf fertig. Mimi, hast du echt nicht einmal Pokémon Schwert angezockt? Echt nicht? So. Komm, Risikotackle. Auch wenn wir es opfern wahrscheinlich. Noch nicht. Aus Reichweite von dir, bitte, danke.
Aber natürlich. Natürlich ist jetzt Evoli weg. Hänge noch bei Let's Go Pikachu und dann kam Monster Hunter. Tschüss, Pia. Auch wenn du mich nicht hörst. Komm, nimm mal Doppelkick. Sauber. Er hat sich Prellungen geholt. Oh jemine. Das ist aber belastend. So, ich würde erstmal sagen, ganz ehrlich, meine ganzen Pokémon gehören mal hier. Naja, Beleber. Sagen wir es mal so. Ich habe das Gefühl, mein halbes Team ist nicht mehr ganz ansprechbar. Das muss reichen. Ich will nicht so viel verschwenden, Mann. Sei leise. Oh, was ist denn mit euch? So. Und der nächste Quapuzzi, alles klar schon. Ich hätte gern Quapuzzi. Quapuzzi ist so niedlich. Schaut es euch an. Das ist so süß. Warum bist du so niedlich? Das ist doch nicht normal. Ja klar, Alter. Boah. Das ist nicht euer Ernst. Warum kämpfe ich auch mit einem Feuer-Pokémon gegen einem Wasser-Pokémon? Bin ich dumm? Der mobbt mich schon den ganzen Tag. Lass Mimi in Ruhe, Mann. Was ist denn mit dir? So. Ja, ja. Prost Mahlzeit. Mit Feuer-Pokémon gegen Wasser. Ich Intelligenzbestie, ey. Ich will aber jetzt auch nicht wechseln. Es tut mir leid. Ich habe keine Lust zu wechseln. Nehmen wir Kratzvogel hier. Na klar, macht das so wenig. Mhm. Nein! Mist. Ob Apollo den letzten Rest da bekommt? Eventuell. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Es ist halt einfach so. Ich bin zu faul, die Pokémon zu tauschen, Mann. Warum hab ich's nicht getan? Schon wieder diese hässliche Kopfstrahl, Alter. Kannst du das mal lassen? Belastend. Statt dass ich einfach Evoli nehme. Nein, natürlich nicht. Ich nehme Apollo. Gott. Schön ist, ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, ich möchte jetzt bitte erstmal meine Pokémon auffrischen. Nein, natürlich, ich muss erst meine Schuhe ausziehen, so wie der das sagt. Mann. Affe, ey. Oder Bisaflor oder irgendein anderes Pokémon. Flackerbrand halt.
Das nenne ich Schaden. Überroller. Kannst du aufhören, mich zu überrollen? Das ist ein bisschen widerlich. So. Weg ist er. Das ging schneller als gedacht. Mein Evoli sieht wunderschön aus. Okay, gut, danke. Och, nee. Ich meine, guck dir das an. Es ist so wunderschön, okay? Es ist einfach beautiful. Es ist sexy, hexy, okay? Gut. Ich frag mich immer noch, ob das Evoli mich wegen Körperverletzung anzeigen könnte. Na, Carlos, welches Pokémon soll ich benennen? Ausgenommen sind Gengar und Evoli. Soll ich das Bisaflor Carlos nennen, ja? Okay, wartet. Ich muss mal ganz kurz Pokémon benennen. Oh well, never mind. Wartet kurz. Light, was soll ich benennen? Du hast auch Pokémon-Mittwoch gemacht. Was soll ich benennen, Light? Du bist aber schon hier in der Dingens. Keine Punkte, aber benenne einen Fleckmann nach mir, weil du mich liebst, du Fettfinger. Du tagst so Günther. Na! Oh! Oh! Oh mein Gott! Das ist so belastend. Huch. Ist das belastend? Es ist so belastend. Oh Gott. Wundervoll. Danke für eure wundervollen Namen. Carlos und Light geht ja noch, ne? Aber Gunther? Gunther? Wirklich jetzt? Gunther? Was habt ihr eigentlich geraucht? Egal was, nimmt weniger. Hi Brudi, ne? Willkommen im Kampfdojo. Ich bin der Karatemeister und zuständig für die Ausbildung der Schüler. Wenn du nach einer Herausforderung für Körper und Geist suchst, bist du hier an der richtigen Adresse. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich unter keinen Umständen zurückhalte. Okay. Okay, Obitum. Welches Pokémon soll nach dir benannt werden? Bedenke, es muss im Spiel enthalten sein. Evoli und Gengar sind ausgenommen. Und jegliches legendäre Pokémon auch. Alter, was ist denn mit euch? Gyarados und Jürgen. Nee, nee, den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. Wartet mal. Carlos! Du bist dran! Gyarados und Jürgen heißen, Alter. Ich weiß, wie ich diese Folge nenne. Die Sache mit den Namen. Kann mir das mal bitte jemand schreiben? Dankeschön. Stimmt, warte mal. Carlos? Carlos? Besamen den mal bitte.
gepflanzt. Wundervoll. Voll ins Gesicht, aber definitiv. Hier, komm, wir vergiften den noch schnell. Wundervoll. Carlos, du siehst ein bisschen geplättet aus, kann das sein? Oh, wundervoll. Da kriegt er nochmal Schaden. Okay, komm. Beenden wir's. Du bist schon wieder so geplättet, Carlos. Was ist denn los? Ich glaube, du wärst... Nee, warte. Du bist Leon. Okay, ein Quapo. Alles klar schon. Dann sammeln wir mal fleißig Punkte. Ich dachte eben, Mimi hätte geschrieben. Du wärst mich mehr zerdickt. Oh, mies. Ich finde es nicht gut, wie du mich behandelst. Oh, schön. So, warte. Garados sollte Jürgen heißen, ne? Okay. Ich bin dir eindeutig unterlegen. Doch ich flehe dich an, das Emblem unseres Kampf-Dojos nicht als Trophäe mitzunehmen. Stattdessen biete ich dir eins meiner wertvollen Kampf-Pokémon an. Welches nehmen wir? Kikli? Oder Nocturne? Ich wäre ja für Kikli. Ich mag Kikli. Kikli ist süß. Wir nehmen Kikli. Ja, bitte. Danke. Buhu. Sir! Sir! Ist das euer Ernst? Nee, ich habe letztes Mal tatsächlich Nocturne genommen. Diesmal nehme ich Kikli. Es kommt eh nicht zu uns ins Team. Es ist nur, um es zu haben. So, Garados. Du sollst Jürgen heißen. Es tut mir leid. Mein herzliches Beileid. Gunther, Carlos, Jürgen, Leid. Oh, Gottes Willen. Einfach ein Kartoffelsack mit Namen. Armen, okay. Ja, sorry, ich mag Kikli. Kikli ist tatsächlich relativ toll. Jürgen, muss man wirken, die lange Schlange. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Oh, meine Güte. So. Ja, wie gesagt, Mimi, Gengar, jegliches Legi und Evoli sind ausgenommen. Was willst du, Hop? Hä? Dann halt nicht. So, gehen wir erstmal hier rein. Moin. Zu unserem Leidwesen ahmt unsere Tochter gerne Leute nach. Deswegen nennt man sie in der Nachbarschaft nur die Nachahmerin. Meine Tochter ist einfach furchtbar eigen und sie hat auch nur wenige Freunde. Vielleicht wird sie etwas offener, wenn du ihr eines ihrer Lieblings-Pokémon zeigst. Chanera. Okay, nevermind. Ach, süß. Vielleicht ist die oben? Ich weiß nicht, wo die Tochter ist. Best Friend Bonus. Nein! Du musst auch zahlen. Spieglein spielt dann an der Wand, wer ist das, die süßeste im ganzen Land? Was zur Hölle? Dass du kannst sprechen? Um Gottes Willen. Pü. Hi, na, wie geht's? Was für ein Pokémon magst du, Sohn? Nicht ich, das hab ich doch dich gefragt. Also wirklich, du bist echt komisch. Hm, ich soll aufhören, Leute nachzuahmen? Aber die Nachahmerei ist doch mein Hobby. Was zur... Warte mal, sie mag Pipi, ne? Ist unschwer zu erkennen.
Müssen wir ganz kurz ein Pokémon austauschen gegen Pipi. Mal ganz kurz Gunther rausholen hier. Du hast ein Pipi dabei, möchtest du es ihr zeigen? Ja, bitte. Boah, ein echtes Pipi. Pipi! Wie toll, danke, dass du mir gezeigt hast. Dafür schenke ich dir eine TM, mit der man sich verdoppeln kann. Delegator, okay, nevermind, kenne ich nicht. Damit senkt ein Pokémon seine KP und schickt dafür seinen Doppelgänger in den Kampf. Lull, okay, das ist cool. Was habe ich denn jetzt eben gerade rausgeschickt? Bisaflor war es, ne? Wo ist. Nee, nicht Bisaflor, hier Gunther war es. Weg damit hier. So. Och, Leute. Was ist denn los mit euch? Das ist doch nicht normal. So. Gunther, komm mit. Warte mal, fliege ich dann später, wenn Gunther sich weiterentwickelt, auf Gunther rum? Belastend. Sehr belastend. So. Und vielen Dank für deinen Brief. Ich möchte dich so schnell wie möglich treffen. Hey, mein Brief geht dich nichts an. Oh. Die Nachahmerin ist echt süß. Ich habe gehört, dass sie ein großer Pipi-Fan ist. Wenn ich mal eins fangen sollte, werde ich es dir gleich zeigen. Wow, ein Pipi-Fan. Oh. Oh Mann. Pass auf, wo du hintrittst, du Trampel. Echt. Halt nicht. Das ist ein bisschen belastend. Also, das ist doch die Höhe. Lass uns gefälligst durch. Nein, nein und nochmals nein. Ich nehme meinen Wachdienst ernst und habe die strikte Anweisung, kein Zutritt für Unbefugte. Unbefugt? Na, hör mal, wir gehören doch zum selben Team. Jetzt reicht's, meine Geduld ist am Ende. Lass du deine Befugnis. Ja gut, okay. Nevermind. Pipi-Fan? Ist das ein Pipi-Fan? Ich fühle mich wunderbar, wenn ich etwas Böses tue. Wow. Das ist so... Das ist wahrscheinlich deren... Ja, wie soll ich sagen? Vorstellungsgespräch. Wie fühlen sie sich, wenn sie etwas zu Böses tun? Super! Sie sind eingestellt. Was können sie nicht? Sie sind eingestellt. Obitum, weil das Pokémon Pipi heißt. Just saying. Also eigentlich Pipi, aber schnell ist es halt Pipi, ne? Also. Warte, sag nichts. Ich weiß, was du suchst. Ich sehe es deutlich vor mir. Du willst das hier, stimmt's? Okay. Danke. Cool. Shit, ja, von der. Okay. Wir brauchen ein Pokémon, das Two Girls und eins, das One Cup heißt. Obitum, da sag ich tatsächlich, das nehme ich nicht an. Tut mir leid, das nehme ich nicht an. Das geht zu weit, das nehme ich nicht an. Das werde ich dann nicht umsetzen, das könnt ihr vergessen. Safronia City gehört Team Rocket. Nein, tut's nicht. So, hoho, Hallöchen. Wenn wir erst die Slith Company unter Kontrolle haben, können wir auf der ganzen Welt Pokémon verkaufen. So werden wir stinkreich. Hehe. Das ist so enttäuschend. Nein, das geht mir zu weit. Das mache ich tatsächlich nicht. Das könnt ihr vergessen. Das geht zu weit. So. Also mit Pokémon heilen.
Bitte beehre uns bald wieder. Nein. Die Slith Company ist jedem ein Begriff. Kein Wunder, dass auch diese Gauner von Team Rocket auf sie aufmerksam wurden. Aber natürlich. Pokémon wachsen je nach Art unterschiedlich schnell heran. Das wird halt echt nichts, also sorry. Wenn doch bloß die Top 4 vorbeikämen, um Team Rocket in den Boden zu stampfen. Das wär's ja. Ich komme aus Alola und bei mir dreht sich alles um Raichu. Wenn du ein Raichu aus Kanto besitzt, dann tausch es doch bitte gegen mein Exemplar. Ich werde Leid nicht tauschen, das könnt ihr vergessen. Ich werde Leid nicht austauschen. Tut mir leid, aber... Es sei denn, Leid sagt mir jetzt, dass er ein Alola-Raichu sein möchte. Dann würde ich halt Namen einfach wechseln. Aber wahrscheinlich ein weniger, nein. So. Blub. Sieht aus, als wäre er völlig weggetreten. Dieses Geräusch. Wundervoll. So. Hey, du da. Tut mir leid, aber in unserer Firma geht es momentan etwas turbulent zu. Für Kinder ist es einfach zu gefährlich. Ach, jetzt haben sie sich doch nicht so. Eine kleine Besichtigung ist doch sicher drin. Oh nein, nicht schon wieder der. Nicht schon wieder die beiden. Alter, jetzt kommt sogar ein Doppelpack. Ich hab dich schon gesucht. Was war denn das gerade für ein Move? Ja, Kumpel, genau. Was machst du denn hier? Als hätte ich's geahnt. Die Typen von Team Rocket führen immer nur überall Böses und Schilder. Du triffst den Nagel auf den Kopf, Trace. Warum hab ich ihn eigentlich so genannt? Hätte ich ihn nicht Gunther nennen können? Warum bin ich so? Oh Leute, nächstes Mal, wenn wir irgendein Pokémon-Spiel spielen und unseren Gegner benennen können, nennen wir ihn Gunther. Definitiv. Oder Jürgen oder so. Oder einfach nur Idiot. Sorry. So langsam wird es Zeit, dass jemand die Pläne dieser Verbrecher ein für alle Mal durchkreuzt. Ja, definitiv. Gut, dann sollten wir gleich mal besprechen, wie wir das anstellen. Also, der Plan lautet wie folgt. Du nimmst diese Loser von Team Rocket zur Brust und vertreibst sie aus dem Gebäude der Slith Company. Allein könnte das allerdings etwas gefährlich sein. Also sollte Trace auf dich auf jeden Fall begleiten. Einverstanden? Nein! Nein! Okay, natürlich. Kumpel, Kanto ist riesig. Ich glaube tatsächlich... Der will sich einfach nur aus dem Staub machen und möchte einfach nur weggehen. Der möchte gar nicht mitmachen, also. Der mir in die Quere kommt, aber natürlich. Vielleicht schaffe ich es so herauszufinden, wo sich ihr Boss rumtreibt. Außerdem werde ich in der Pokémon-Liga einen Besuch abstatten und den Obermotzen dort von Team Rockets Machenschaften erzählen. Trash fällt drauf rein. Wer weiß, dann könnten wir uns jetzt eigentlich aufteilen und den Plan... Ja, bitte. Bevor ich euch zwei Grünschnäbel hier einfach alleine lasse, muss ich mir sicher sein, dass ihr überhaupt das Zeug dazu habt, euch mit diesen Typen anzulegen. Grünschnäbel? Grünschnäbel? Kumpel? Ist okay. Ja, let's go. Ah, der geht mir auf den Senkel, das gibt's nicht. Kann man den nicht irgendwie rausmodden oder so? Okay. Ich würde sagen, es ist ein Pflanzen-Pokémon-Glut. Jetzt guck, ob ein Pflanzen-Pokémon... Das ist eine Pflanze, das ist grün auf dem Kopf, das ist eine Pflanze, fertig. Also sorry, aber... Aber natürlich. Dann halt Drachenwut.
okay, das bringt wenigstens ein bisschen sehr viel was. Gunther! Ich glaube, Gunther wird es nicht überleben. Ich hatte Hoffnung. Nein! Shit. Okay, Carlos, du bist dran. Okay. Carlos, besame ihn. Have fun. Jo. Carlos, so meine ich das jetzt nicht, ne? Also, schon ordentlich anstrengend hier. Das wird nichts. Das wird nichts. Carlos, das ist echt. Was denn nicht mal, was ihr macht? Okay, wisst ihr was? Evoli, du rockst das. Fertig ist. Ja, bitte, Flackerbrand. Weg ist es. So schnell kann's gehen. Weiterkämpfen. Obwohl, habe ich ein Wasser-Pokémon mit? Wir hätten Garados nehmen können. Garados, du bist dran. Jürgen, go. Jürgen, du bist dran. Du schaffst das, Jürgen. Du schaffst das. Platz den an. Let's go. Ja klar, Verbrennung. Genau. Er mich auch. Jürgen. Warum hast du keine Wasserattacken? Du bist eine Wasserdrache. Du bist ein Wasserdrache, Mann. Warum? Warum? Wurde mein Wasser-Pokémon gerade von einem Feuer-Pokémon besiegt? Ist das euer Ernst oder? Okay, Evoli! Go! Weißt du, dieser Größenunterschied eben gerade. Garados hätte einmal nur den machen müssen. Das wäre eigentlich weg gewesen. Aber naja, okay. Halt nicht. Setzen wir halt Sternschauer ein. Das Garados gibt mir... Garados, sag ich schon. Das Lura geht mir ein bisschen auf den Senkel. Vielleicht doch Flackerbrand. Gegen den Feuer-Pokémon. Alter, der kriegt mich noch. Ich sag's euch, um Gottes Willen. Ich, Bitte. Das ist doch nicht normal. Ist das normal? Ich glaube nicht. Schon wieder Hitzewelle. Oh, ich hasse diese Attacke. Das ist schrecklich. Ja, ich weiß, Rückstoß. Tut mir leid. Ich schon wieder. Was? Alter! Du hässliches Drecksvieh. Sorry. Kleine Evolutionsbremse. Das gibt's nicht. Blau ist der schlimmste überhaupt. Das gibt's nicht. So, Evoli. Ich möchte bitte, dass du wieder anwesend bist. Danke. Schon wieder Hitzewelle. Ich hasse diese Attacke. Leid, ich muss dich leider opfern. Es tut mir leid, ich will Evoli gerade auf
erleben lassen, sag ich mal. Ja. Lol, habe ich gerade Light geheilt, ich Idiot. Egal, haben wir einen gewastet, ist okay. Evoli, du wirst geheilt. So wie ich es eigentlich eben machen wollte, aber naja, ist okay. Ha! Attacke verfehlt. Idiot. Na komm, nehmen wir Donnerschlag. Natürlich ist er zuerst dran. Warum denn auch nicht? Jo. 8. Das war echt ein 8-Move. Tut mir leid. So. Risikotackle. Ich hasse diese Attacke. Ich hasse diese Attacke. Ich hasse diese Attacke. Ich hasse diese Attacke. Danke. Endlich ist es weg. Drecksvieh. Sorry. Kann der wenigstens jetzt unser ganzes Team noch healen oder ist der dafür zu blöd? Wenn wer bereit dazu ist, mit Team Rocket aufzunehmen, dann du. Hui, ich habe vom bloßen Zusehen schon ganz weiche Knie bekommen. Ja, ist klar. Kannst du mich vielleicht healen? Den wir uns verlassen können. Hoffentlich kannst du Stiff Company retten. Ich muss wohl wirklich nochmal zurück. Super. Was ein Affe. Seine Pokémon sind halt einfach auch nur, es tut mir leid, beschissen. Also, beschissen im Sinne von beschissen gegen, halt dagegen zu kämpfen. Nicht beschissen im Sinne von beschissen. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, bitte. Ich glaube, wann anders spreche ich dich auch nicht an, Mädel. Das gibt's nicht. Ach so, Carlos, wann bist denn du ready, irgendwie vielleicht mal zu tauschen? 8. Genau, 8. Wann bist denn du ready, mal zu tauschen? Weil ich hätte echt gerne einen Gengar. Ich hätte so gerne einen Gengar. Weil Gengar einfach toll ist. Just saying. Oh, wisst ihr was? Wir haben Sonderbonbon. Der sollte sich jetzt eigentlich entwickeln. Ja. Yep. Er sollte sich eigentlich mal entwickeln. Entwickel dich. Ach du Kackvieh, sorry. Dann geht's also nicht mit den ganzen Pokémon Snap. Carlos, du Suchti. Okay, aber wartet mal. Hier gibt's doch bestimmt auch ein Pokémon, nicht Pokémon Center, hier, ein Supermarkt. Da ist er. Da ist er. Hab nur die Switch angemacht. Lol. Ein Topschutz hält wilde Pokémon länger von dir fern als ein Superschutz, glaube ich. Okay. Ein Beleber ist zwar teuer, aber kampfunfähig geworden. Ne, Pokémon werden damit wieder fit. Das ist toll, findest du nicht? Ja, aber definitiv ist das toll. Ich hätte gern 300.000 Beleber. Bitte, danke. Okay, Hypertrank. Reichen. Ja. Danke. Nein! Dachte schon. Beleber. Ja. Sehr schön. Wir hätten auch einen Feuerstein mal kaufen können, ne? Aber naja, ist okay. Wie viel braucht denn jetzt unser wundervolles Glutexo bzw. Gunther noch? Details. 29.949. Ah ne, er braucht 3.135. Ich wollte gerade sagen, Alter. 3.135, das geht aber. Das kriegen wir hin. Die Leute, Glutex ist da gerade voll gegen
den Schrank gelaufen. Ist okay. Beziehungsweise voll gegen's Regal. Dann mal let's go hier, ne? Auf in die Sliff Company. Hier werden auch mit Hieroglyphen geschrieben. So. Ui, da liegt was. X-Spezial, alles klärchen. Wow, ich hätte gerne den Brunnen. Wie cool ist der denn? Vor allem, weil man sich hier einfach so hingesetzt hat. Wie geil. Das ist ja hübsch. Ist hier vielleicht noch irgendwo irgendwas? Evoli, sag an, ist hier irgendwas? Oder eher nicht so? Nö, anscheinend nicht. Nope, 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 nope. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Okay, nope. Aber ich würde sagen, bevor wir da auch oben gehen, ich drücke F2.